Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag meinerseits. Danke für die Einladung. Als Politikwissenschaftler habe ich gerade den Reflex gehabt, wir haben in der Sitzordnung eine gewisse Rechtslastigkeit von mir aus gesehen, was immer das nun bedeuten mag. Aber erstens ist es nur eine Frage der Perspektive. Von innen aus gesehen ist es ja links. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass der Ausgang auf dieser Seite ist. Aber ich hoffe, Sie werden ihn nicht exzessiv benutzen. Stichwort Politikwissenschaftler, ich bin also kein Techniker, sondern gehöre zu dieser seltsamen Spezies der sozialwissenschaftlich geprägten Menschen, die froh sind, wenn sie einen Lichtschalter unfallfrei bedienen können. Dementsprechend geht es bei mir, beim Stichwort neue Medien, auch um gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Entwicklungen und um keinerlei technische Aspekte. Da wäre mein Vortrag auch sehr kurz, weil mein Wissensstand nach einer Minute 20 beendet wäre. Es geht um vier Dinge, die ich ansprechen möchte. Wenn schon Politikwissenschaftler, dann stehe ich auch dazu. Ich möchte mit sehr persönlichen Beispielen der digitalen Medienentwicklung und ihrer Folgen im beruflichen Alltag beginnen, impliziert und gefolgt von ein paar Thesen, was das für moderne Kommunikation in einer Gesellschaft, einer Demokratie alles heißen kann. Letztlich geht es um Daten auch, zur modernen ICT, also Information and Communication Technologies, Kommunikation, und um jene Generation, zu der ich nicht mehr gehöre. Folgefragen würde ich als uncharmant empfinden, die aber nicht aufgewachsen ist mit Social Media beispielsweise schon. Dritter Punkt sind dann Chancen und Gefahren neuer Medien. Hier steht mit einem Exkurs in die Politik, das war beim Tippen. Gestern habe ich gemerkt, es ist letztlich wenig überraschend sogar ein ziemlich großes Augenmerk auf die Politik und etwas zu Ungunsten des eigentlichen Titels Arbeitswelt, aber auch Politiker arbeiten. Also insofern passt es zusammen. Und viertens, Schlussfolgerungen, Conclusio erschien mir zu banal. Ich erhebe auch gar nicht diesen Anspruch einer abschließenden Feststellung, sondern es ist eine Art eher Zukunftsplädoyer oder Ideensplitter, wie wir denn damit umgehen könnten, um die Chancen neuer Kommunikationstechnologien zu nutzen und die Gefahren gering zu halten. Drei persönliche Beispiele, wobei beim dritten ich mich knapp halten kann, möchte ich einmal einleitend einfach erzählen. Am 31. Mai ist steirische Landtagswahl. Und bitte das nicht als Prognose zu verstehen, aber gar so gering wäre die Wahrscheinlichkeit gar nicht, dass sie nachher vom Verfassungsgerichtshof als ungültig aufgehoben wird. Warum? Daran ist keine politische Partei schuld, auch kein Politikwissenschaftler, sondern möglicherweise Social Medias. Denn wenn wir, Singular, Media, wenn wir zurückreisen in die Zeit der Volksbefragung, die ursprünglich um Pro und Contra Wehrpflicht gehen sollte, dann eine Reihe anderer Themen hatte. Da war es so, dass sie die Hochrechnungen zum voraussichtlichen Abstimmungsergebnis ab ca. 13, 14 Uhr auf Twitter wunderbar nachlesen konnten und die stimmten auch sehr genau. 60-40 war das tatsächliche Ergebnis für die Beibehaltung der Wehrpflicht. Da ist die Rechtslage relativ klar, wenn das möglicherweise eine Beeinflussung des Gesamtergebnisses einer Wahl oder Abstimmung bewirkt, dann hat der Verfassungsgerichtshof diese Wahl wiederholen zu lassen. Nun, bei 60-40, und peinlicherweise war das nicht von irgendwelchen Social Media Freaks betrieben, sondern ein führendes Wirtschaftsmagazin hat mit dem offiziellen Account des Verlags vertrauliche Hochrechnungen weiter getwittert etc. und so weiter und so fort. Manche fühlten sich wunderbar cool, auch wenn sie Journalisten waren. Bei 60-40 ist die These, naja, da hat jemand um 13 oder 14 Uhr das wahrscheinliche Ergebnis gelesen und ist zu Hause geblieben, weil er oder sie sich dachte, es bringt meine Stimme eh nichts mehr, weil das ändert ja nichts am Gesamtergebnis, nicht zu halten. Wenn es aber, wie bei der letzten steirischen Landtagswahl, diesmal vielleicht nicht so knapp wahrscheinlich, aber um 1 Prozentpunkt mehr oder weniger nur geht, welche Partei den ersten Platz belegt, damit die größte Chance hat, den Landeshauptmann zu stellen, dann könnte man die These sehr wohl vertreten, dass man sagt, ja, da haben viele Leute um 13, 14 Uhr, ob die stimmen oder nicht, tut ja gar nichts zur Sache, vermutliche Hochrechnungen gelesen, entschieden, ich gehe doch lieber in die Sonne, weil meine Stimme bewirkt nichts mehr,
Das wäre problematisch und ein Beispiel für die Veränderung der Arbeitswelt, denn früher gab es diese informellen Hochrechner natürlich auch schon, aber ausschließlich mit Sperrvermerk in der APA und in ganz Österreich haben vielleicht ein paar hundert Leute die sehen können. Mittlerweile sind es ein paar hunderttausend, die das mitverfolgen können. Ich will Sie nicht zu sehr mit persönlichen Geschichten langweilen, aber die Folgen sind weitreichend, auch demokratiepolitisch, nicht nur meinen Arbeitsalltag betreffend. Juristen sind naturgemäß, und das ist gut so, vorsichtig. Sie finden das nicht besonders lustig, wenn der Verfassungsgerichtshof die Wahl aufhebt und wiederholen lässt. Also kamen nach dieser Volksbefragung die Juristen der niederösterreichischen Landesregierung auf die Idee, das wollen wir nicht, wir geben einfach keine Ergebnisse mehr bekannt. Also jedenfalls nicht vor dem Wahlschluss um 16 oder 17 Uhr. Das klingt gut, weil man kann sagen, das Wahlergebnis gilt 5 Jahre, also werden es die Leute noch 1-2 Stunden länger aushalten, bis sie es erfahren. Nur, was bedeutet das für die Realität? Wir in den Medien und deren Partner, zu denen ich gehöre aus der Wissenschaft, sitzen wie die Idioten da und starren auf einen schwarzen Bildschirm. Weil aber Parteimitglieder in Wahlkommissionen sehr wohl Ergebnisse weitergeben dürfen, hat jede Partei eine Hochrechnung. Das würde dazu führen, durch Social Media, neue Medien, um 17 Uhr verkünden Parteien ihre jeweilige Hochrechnung, voller Unbefangenheit und ohne jedwede Voreingenommenheit, und wir können sagen, danke für die Information. Obwohl es mein Job wäre, das zu analysieren. Um zu gestehen, dass es aber auch anderswo Probleme gibt, wir sind ja in einem Vier-Augen-Gespräch mit zufällig etwas mehr Leuten im Raum, eine Debatte innerhalb des ORFs, das, was dieses Wirtschaftsmagazin und die dortigen Journalisten sich geleistet haben, das soll natürlich keinem anderen Medium passieren. Und jeder sagt für sich, uns würde das nie passieren. Der Chefredakteur Aktueller Dienst war mehr Realist und hat sich wahrscheinlich eher gedacht, naja, ganz vertraulich bin ich mit mir selber, zu zweit haben wir eine reelle Chance und ab 3 Personen wird schwierig mit der Vertraulichkeit. Das heißt, es war ein irrsinnig heftiger Streit, wann erfahren die eigenen, ca. 70 Journalisten im Aktuellen Dienst, überhaupt zur Vorbereitung auf ihre Berichterstattung Detailergebnisse. Wenn zu früh, kommunizieren Sie es vielleicht auch über neue Medien. Wenn zu spät, ist es nicht unbedingt guter Journalismus, wenn ich jemand sage, um 16.59 Uhr, so schaut unsere erste Hochrechnung aus und um 17 Uhr berichte und analysiere dazu. Das ist eine etwas knappe Vorbereitungszeit. Beispiel 1, wie neue Medien den Arbeitsalltag verändern. Aber viel grundsätzlicher und nur anhand des Beispiels Wahlforschung und Fernsehsendung, das klassische Arbeitsdenken, mit einem 8-Stunden-Tag von 9 bis 17 Uhr, Pausen alle 45 Minuten, da würde es gar keine Wahlsendung geben. Denn zum Beispiel um exakt 17 Uhr gehen wir alle nach Hause, wenn die eigentlich anfangen sollte. Da gibt es keine 3 Teams, die wechseln könnten. Das ist ein kleines Team von Expertinnen und Experten. Aber es wäre gut, wenn wir nach Hause gingen, denn wir hätten ja auch keine Daten, weil die arbeiten wir in den Abenden vorher bis 1, 2 in der Früh auf. Also das ist im Social-Media-Zusammenhang ein Arbeitsverhältnis geworden, das nicht mit früher vergleichbar ist. Daten führt natürlich auch zum Thema Datenschutz, da ist heute schon viel ungleich Schlaueres als von mir gesagt worden, aber warum zum Beispiel Universitäten Schwierigkeiten hätten in der aktuellen Zeit mit dem Wahlergebnis, natürlich kann man die Wahlforschung auch machen, aber Hochrechnungen dürfen vorher nicht irgendwie nur datenunsicher sein. Das heißt, eine Universität müsste sich zu relativ hohen Strafzahlungen verpflichten, wenn das doch nach außen dringt. Oder auch unsere Marktforschungsergebnisse, wir sind ab Donnerstag mit dem Pre-Test im Feld, nach außen dringen. Rund 10% der Wahlberechtigten entscheiden sich erst in den letzten 3 Tagen. Da hat jedes Medium Interesse, dass nicht der Verdacht auch nur entsteht, die angeblich richtige Aussage, Partei X oder Y hat eh schon gewonnen, eh schon verloren, beeinflusst noch spät entschlossene Wähler. Da müsste die Universität sich Gedanken machen, na, wenn das jetzt über die Uni läuft, ich mache das mit meiner Firma, wollen wir das? Wollen wir die Strafzahlungen riskieren? Und wenn es doch passiert, wie stehen wir als Uni da? Unsere Aussage hat den Schwarzen, den Roten, den Blauen, wen auch immer geholfen. Das ist natürlich alles noch harmlos im Vergleich zu Datenschutz von NSA und Co. Da erzähle ich einfach nur eine Anekdote, weil, wie gesagt, eh schon so viel Schlaues gesagt wurde. Obwohl dem ORF verbunden bin ich nicht gerade ein Fan des Ö3 Callboys, aber meine Tochter, 13 Jahre alt, hat mir eine Szene vorgespielt, wo der Franz aus dem Burgenland bei der amerikanischen Botschaft in Wien anruft und sich dort beklagt, er hat seine Urlaubsfotos vom Tablet oder Laptop verloren. Und er bittet jetzt, dass sie sie ihm schicken. Weil sie haben sie ja.
Nein, und ich habe ja auch nichts zum Verbergen. Sie können uns mal ruhig schicken, aber Sie wissen ja, in Jesolo. Und da war ich ja mit der Familie und da sind wir alle super drauf auf dem Foto. Und ich meine, vielleicht habe ich eine schmutzige Fantasie, aber ich konnte mir so wirklich vorstellen, wie der Herr oder die Dame bei der Botschaft in der Telefonzentrale auf den Knopf drückt und dann ein entweder uniformierter Offizier oder Geheimdienstoffizier alarmiert wird, was ich denn da tue. Aber es ist auch nur ein persönliches Beispiel, wie Arbeitsweltalltag durch neue Medien geprägt werden. Ich leite jetzt über zu ein paar Thesen, die insofern noch nicht ganz wissenschaftlich sein können, weil ich jemanden zitiere, der kein anerkannter Politikwissenschaftler ist, denn der Mensch heißt Boris Becker, auch Bum Bum genannt. Zu einer Zeit, die bei einigen hier im Raum die Ur- und Frühgeschichte ist, nämlich kurz nach dem Millennium, bei ein paar anderen ist es so wie bei mir schon zumindest Mittelalter, hat Boris Becker als Testimonial für einen Werbespot eines Internetproviders fungiert und wollte mit dem Spruch, hey, ich bin drin, das ist ja einfach, veranschaulichen, wie leicht es ist, technisch online zu gehen. Wenn diejenigen, die es nicht gelächelt haben, wissen wollen, warum ein paar gelächelt und gelacht haben, das müssen sie selber googeln. Das erzähle ich Ihnen jetzt nicht, warum dieser Spruch zur damaligen Zeit von Boris Becker eine gewisse Ironie bekommen hat. Das ist aber auch kein wissenschaftlicher Inhalt. Aber die Frage, die daraus folgt, weit jenseits von Boris Becker, wenn wir es mit den Wundern der modernen Kommunikation in der Arbeitswelt, aber wie gesagt genauso in Politik, im Bildungsbereich an Universitäten konfrontiert sind und man sagt uns, hey, das ist ja super einfach, ist es das wirklich? Technisch mittlerweile ja, obwohl ich mich frage, ob diese These haltbar ist, wenn ich eine Gebrauchsanleitung studiere. Aber grundsätzlich technisch ja, also nicht nur Boris Becker hat es geschafft, wenn es der schafft, schaffen es andere intelligenzmäßig auch. Aber verstehen wir deshalb wirklich, was da passiert? Jetzt gar nicht nur technisch nämlich, sondern auch kommunikativ, inhaltlich. Mediendemokratie könnte man auch so definieren, fast alles, was wir wissen über Politik, oft auch über Arbeit oder zu wissen glauben, damit will ich sagen, es geht nicht um objektiv richtiges Wissen, sondern wo wir halt subjektiv meinen nun, das ist so, erfahren wir großteils durch Medien und zunehmend eben durch neue Medien, Web 2.0 basierte Informationen. Nun, in traditionellen Medien war es aber so, es gab Chefredakteure, die waren das, was man in der Kommunikationswissenschaft Schleusenwärter, Gatekeeper nennt. Das heißt, die haben uns geholfen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, hochkomplexe Informationen auf verständliche Appetithäppchen zu reduzieren, Relevantes von Irrelevanten zu unterscheiden. Das konnte man und kann man natürlich auch kritisch sehen, weil das im Extremfall ein manipulativer Eingriff in Information sein kann. Ein anderer entscheidet, das ist eine Nachricht und das erfahren die Leute niemals. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Jede Information steht in den Weiten des World Wide Web zur Verfügung und nicht nur der NSA. Aber setzt das nicht voraus, dass jeder von uns die Mediennutzungskompetenz haben muss, sein eigener Chefredakteur, Chefredakteurin zu sein? Haben wir diese? Es ist sehr unklug von mir, das in einer Universität bei einem Vortrag als Beispiel zu bringen, aber es gibt gelegentlich Seminararbeiten, wo solche Datenmengen niedergeschrieben und wiedergegeben werden, dass sie sicher nicht frei erfunden sind. Das wäre ein so großer Aufwand, dass die Arbeit schon deshalb positiv wäre. Die aber aus Quellen kommen, die ich entweder nicht kenne oder als dubios kenne. Und das ist auch keine böse Absicht, sondern einfach Ausdruck dieser Überforderung. Ich komme mit durchaus gar nicht so schnellen, vielleicht auch etwas umfangreicheren Recherchen auf eine unglaubliche Datenmenge und sozusagen die wissenschaftliche Chefredaktion schaffe ich nicht. Ich habe also Effizienz, ich habe Mobilität, die Leute müssen da nicht zu mir in den Seminarraum kommen, aber man kann auch überfordert sein. Dazu nur der Verweis auf eine andere Erkenntnis der Kommunikationswissenschaft, konkret der Kommunikationspsychologie. Im Lauf der Jahre und Jahrzehnte hat sich unglaublich verändert, wie sehr wir uns verbessert haben für ganz kurzzeitige extreme Konzentration. Das waren früher mal die Videoclips und jetzt alle möglichen Applikationen. Da sind wir sensationell gut und das ist ohne Ironie gemeint. Und die jüngeren Generationen sind noch viel besser. Wir sind aber viel schlechter geworden, eine Stunde, eineinhalb Stunden Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Also ich stehe hier auf verlorenem Posten nach diesem Studium. Keine Sorge, eineinhalb Stunden wären es nicht.
Allerdings auch nicht nur 1 Minute 30. Aber das ist ein Ergebnis auch der Medienveränderung. Das hat auf die Arbeitswelt Auswirkungen. Es kommen Generationen nach, die ganz toll sind für Top-Konzentration in kürzester Zeit. Aber wenn etwas die Länge eines 1,5-Stunden-Films erreicht, das ist ja Retro und so einen Blödsinn will ich nicht. Nun zum zweiten Teil, das war also der erste Teil der einführenden Bemerkungen der Daten. Da ist nichts Neues, Revolutionäres, im Wesentlichen Daten des Austrian Internet Monitors über die Internetnutzung in diesem Lande der Alpenrepublik, die ich nochmal in Erinnerung rufen möchte, in einer Zeitachse, der X-Achse entsprechend, von Mitte der 90er Jahre bis Ende 2013 auf dieser Grafik. Es variiert bei Folgegrafiken ein bisschen. Sehen Sie natürlich, dass es zunächst ein bisschen gedauert hat von der Erfindung der benutzerfreundlichen Oberflächen Netscape und Explorer, die waren nämlich 1992, 93, bis man tatsächlich auch in Österreich auf die Idee gekommen ist, hier gibt es sowas wie Internet. Das gibt es schon seit Ende der 60er Jahre, aber man hätte Anfang der 90er Jahre auch es entdecken können. Dann war ein sehr, sehr starker, wenn auch eben verspätet zu den USA beispielsweise, Anstieg der Nutzung. Anfang der 2000er Jahre war es schon etwa die Hälfte, die es grundsätzlich nutzen konnte und doch schon so um die 40%, die es auch regelmäßig, also mehrmals die Woche nutzten. Der Anstieg ist dann in abgeflachter Form bis Mitte der 2000er Jahre weitergegangen, hat sich dann nochmal ein bisschen gesteigert. Wir haben aber jetzt möglicherweise seit etwa 2010 folgende ein hohes Niveau von bis zu 80%, drei Viertel und mehr, die das Internet nutzen, erreicht. Wenn das zwar schon noch weiter steigt, aber nur noch gemäßigt, stellt sich natürlich die Frage, da bin ich bei Arbeitswelt, bei Gesellschaft insgesamt, was ist mit rund 20% Offliner? Sie können natürlich als einzelnes Unternehmen sagen, je nach Branche, die interessieren mich als Kunden einfach nicht. Ich habe das im Excel-Sheet durchgerechnet, sich um die extra zu kümmern, kostet mich mehr, als die jemals bei mir kaufen. Für ein einzelnes Unternehmen ist das zwar nicht gerade sehr freundlich gedacht, aber legitim. Aber kann ich als Gesellschaft das machen? Kann ich sagen, 20% haben einfach Pech gehabt? Können selbst Unternehmen, die mit öffentlichen Gütern etwas zu tun haben, wie beispielsweise Geld, also Banken, sagen, wir machen jetzt nur noch Online-Banking. Es gibt nur noch Online-Banken. Und wer kein Online-Konto hat, interessiert mich nicht als Kunde. 20% klingt ja wenig. In absoluten Zahlen, bei 6,5 bis 7 Millionen erwachsenen Bevölkerung in diesem Land, ist es vielleicht nicht mehr so wenig. Da sind wir im klar sechsstelligen Bereich. Beziehungsweise sogar siebenstellig. Keine Kreisler, die verfügbar sind. Weil man kann ja online vom Supermarkt alles bestellen. Ab ca. 40 Euro wird es auch gratis geliefert. Kann man sagen, Pech gehabt, wenn du das nicht willst, oder dann bist halt dujenige, du bist halt dummerweise eine 80-jährige ältere Dame, die mit zwei großen Taschen zu Fuß gehen muss. Bei Wahlen sage ich, wir machen E-Voting in falsch verstandener Euphorie und 20% können halt nicht mitstimmen. Ist nicht das Demokratieverständnis, das ich mir als Politikwissenschaftler vorstelle. Oder sage ich, 20% sind eben einfach unfit für moderne Arbeitswelten, sind eh großteils die Älteren und in Österreich wird man so früh pensioniert, dass die eh nicht mehr am Arbeitsmarkt sind. Das schien mir eine sehr problematische Einstellung zu sein und eigentlich nur darauf wollte ich hinweisen. Wenn man ein bisschen die Daten differenziert nach dem Ort des Internetzugangs, so ist der prinzipielle Zugang von zu Hause aus nicht spannend im Kurvenverlauf, das ist wieder die Zeitachse und die Prozentachse als Y-Achse, denn der entspricht in etwa den früheren Daten, die ich Ihnen auf der Vorfolie präsentiert habe. Während jedoch im Büro, und da möchte ich noch kurz die Aufmerksamkeit hinlenken, so Mitte der 2000er Jahre ein Punkt erreicht wurde, seitdem steigt die Internetnutzung im Büro nicht mehr dramatisch, ist eine Kurve stark nach oben reichend. Das ist jene, die je nach Weltanschauung einen rot-braun-lila Ton hat. Das ist die, die über Smartphones mobil das Internet nutzen. Das ist also die zentrale Veränderung. Nicht Leute, die unmittelbar im Büro über klassische alte Desktops zusätzlich online sind, sondern mobil, und das verändert natürlich Arbeitszusammenhänge extrem, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche verfügbare Arbeitskräfte. Ich möchte noch ein paar Daten ergänzen, denn die spannende Frage ist ja nicht eine absolute Zahl, wie viel nutzen dieses Web 2.0, sondern gibt es soziodemografische Unterschiede nach Geschlecht, nach Alter, nach Bildungsgrad, nach Einkommen. Da hat sich einiges geändert und auch manches verbessert.
wiederum für die Jüngeren in grauer Ur- und Frühgeschichte, aber letztlich doch nicht so lange her, Ende der 90er Jahre, waren die Frauen auch schon knapp über 50% der österreichischen Bevölkerung, aber nur 27% der Internetnutzer insgesamt innen. 73% waren männlich. Das hat übrigens mehrere Gründe. Einerseits war natürlich bei beruflicher Nutzung, berufliche Stellung, Benachteiligung der Frau am Arbeitsmarkt. Männer waren eher in Berufen und Positionen, wo man das nutzen konnte, wo man auch die vor allem damals gar nicht so billigen Geräte vom Arbeitgeber bezahlt bekommen hat. Das hat sich 2013, Jahresende, weitestgehend angeglichen. Was sich nicht ganz angeglichen hat, ist, dass das Nutzungsvolumen, der Umfang bei Männern mehr ist. Und ich kann Ihnen auch den Grund sagen, den man in Fokusgruppen sehr schnell herausfindet. Männer haben einfach mehr Zeit. Die gesellschaftliche, nicht nur doppelt, sondern Mehrfachbelastung ist eine ganz wichtige Ursache dafür. Das mag einzelne Gruppen geben, junge Mädchen, Teenageralter etc., das besonders intensiv nutzen, aber auf die Gesamtbevölkerung gesprochen haben Männer einfach mehr Zeit. Soweit zum Thema Geschlecht und den Veränderungen. Beim Thema Alter, also oben ist nochmal der Geschlechtsbalken, das ist noch eine kleine Differenz zwischen Männern und Frauen, hier in Prozent gemessen an jeweils der Gesamtzahl dieses Geschlechts oder Altersgruppe in der Bevölkerung. Sie sehen aber, dass bis ca. 50 Jahre mehr als 9 von 10 Internet nutzen. Der große Bruch passiert eigentlich erst bei den über 60-Jährigen, ganz groß erst bei den 70-Jährigen und älter. Grafiken manipulieren, auch wenn man es gar nicht will. Denn diese Grafik suggeriert natürlich, all diese Altersgruppen wären gleich groß. Quatsch. Wir haben aufgrund der Bevölkerungspyramide, die inzwischen ein Pilz in der grafischen Darstellung ist, nicht Beta-Pilz, sondern rein von der Grafik her, circa bei der Wahlbevölkerung bis zu ein Drittel, bei der Wohnbevölkerung so ab plus minus 28%, die 60 Jahre und älter sind. Übrigens fast identisch mit der Gruppe der Pensionistinnen und Pensionisten, auch wenn mir das bei internationalen Vorträgen nicht geglaubt wird. Nein, da ist es tatsächlich so, dass irgendwann die Frage kommt, Herr Filzmeier, Sie setzen hier sprachlich laufend 60-plus-Generation und Pensionistinnen und Pensionisten gleich. Das ist doch völlig inkorrekt, das dürfen Sie nicht. Und wenn das in Deutschland ist, antworte ich, in Österreich dürfen Sie das schon. Und wenn Sie mir eine Ungenauigkeit vorwerfen, dann in die andere Richtung, als Sie glauben. Das heißt, ich hätte eigentlich bei Pensionisten von rund plus minus 58-Jährigen sprechen müssen. Sie denken aber an 65 plus und das stimmt in Österreich nun wahrlich nicht. Ja? Aber das nur als Detail am Rande. Also hier haben wir tatsächlich eine Alterskluft im Nutzungsverhalten ganz massiv. Und wenn wir gleichzeitig sagen, das Pensionsalter muss gehoben werden, damit Sie das jetzt nicht nur als humoristischen Gag missverstehen, dann ist das eine Hürde für die Chancen dieser Gruppe auf dem Arbeitsmarkt. Wenn genau da die Bruchlinie ist, Internetnutzung. Wobei ja die theoretische Zugangsmöglichkeit noch gar nichts über die Nutzungskompetenz aussagt. Arbeitgeber sind nicht begeistert, wenn jemand stolz sagt, ich habe schon mal ein E-Mail verschickt. Die Bildungskluft wäre natürlich auch zu untersuchen. Da wiederum hat sich eindeutig viel verbessert. Der Anteil derjenigen, die keine Matura haben in der österreichischen Bevölkerung, ist rund 3/4. Trotzdem war nur rund die Hälfte der Internetnutzer Ende der 90er Jahre ohne Matura. Das hat sich noch nicht ganz auf die 75% angeglichen, aber 70% sind es immerhin schon. Also die ganz große Bildungskluft bei der Nutzung ist generell nicht feststellbar, natürlich womöglich schon beim konkreten Nutzungsverhalten. Und abschließend fasse ich das ein bisschen zusammen. Sie sehen in dieser Grafik auch noch aus dem Internetmonitor einfach den Anteil einer Geschlechts-, Alters- oder Bildungs- und Berufsgruppe an der Gesamtbevölkerung, an den Internetnutzerinnen und Nutzern und dann an den regelmäßigen Nutzern. Da sehen Sie die kleinen Unterschiede mittlerweile beim Geschlecht. Sie sehen, dass beim Alter bis zu den 60-Jährigen die Abweichungen Anteil Bevölkerung, Anteil Internetnutzer in Österreich gar nicht so groß sind, aber es bestätigt sich eben, bei den 60-plus wird es eine größere Differenz. Und die bestätigt sich, sonst wären die Daten Schrott, auch bei der Berufsgruppe der Pensionisten, während bei anderen Berufsgruppen das nicht so dramatisch ist, verwundert mich auch nicht, denn wenn der Unterschied mit ohne Matura nicht mehr weiter auffällt, im Regelfall hängt die Berufsgruppe damit zusammen, mit oder ohne Matura, dann wäre es dort auch verwunderlich, wenn es große Unterschiede gibt. Das IMAS-Institut aus Linz fasst in einer großen Verbraucherstudie tausende Marktforschungsinterviews
vier Kommunikationswelten basierend auf Typen von Internetnutzern zusammen. Das eine, und das ist das Spannende, sind die Asketen. Also selbstverständlich Mediennutzer, das ist im Promillebereich der Anzahl der Menschen, die keinerlei Medium nutzen, aber ohne Internet. Das Spannende ist, es sind das genau 31% nach Messungen des IMAS-Instituts. Das entspricht ziemlich genau dem Anteil der 60-plus-Wahlbevölkerung. Es sind natürlich nicht die genau gleichen Leute. Da gibt es schon Überlappungen. Aber spannend ist diese zahlenmäßige Parallelität schon. Genauso nämlich wie knapp ein Fünftel, also 20% der Wahl- und Wohnbevölkerung unter 30 Jahren ist. Und wir haben da auch 21, das ist der Typ D, Internetnutzer, die das ganz exzessiv intensiv tun. Inklusive Web 2.0, Social Media und so weiter. Und zwei weitere Gruppen, zu denen zähle ich mich, die da irgendwie dazwischen sind, aber ohne Exzessivität. Das wird sich verschieben, aber derzeit haben wir diese Polarisierung. Mit extremen Auswirkungen auf Gesellschaft, wiederum Politik, Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Ich habe das großzügig gefasst, es gibt auch schon eine Generation Z, aber es sind wohl so die circa nach 1980 die Geborenen, die dann Teenager waren, als auch Österreich das Internet entdeckt hat in den 90er Jahren. Also als digitale Ureinwohner mehrfach gefallen, die Begriffe schon aufgewachsen sind, ich bin ein Immigrant in die Internetwelt. Vielleicht, um all das zu veranschaulichen, erzähle ich Ihnen wieder eine Geschichte. Die ähnlich Jungen wie ich, jetzt formuliere ich so, weil jetzt wollte ich sagen die Älteren, aber ich bin doch nicht blöd, da würde ich mich ja selbst altersdiskriminieren, die ähnlich Jungen wie ich, nicht mehr die ganz Jungen hier im Raum, kennen vielleicht noch Geschichten von eigenen Großeltern, Eltern kaum noch, wo um 19 Uhr das Abendessen beendet sein musste, das Wohnzimmer fast verdunkelt wurde, zwei Stühle aufgestellt wurden, um den Fernseher einzuschalten und um 19 Uhr, damals noch nicht Bundesland heute, sondern Österreich-Bild zu schauen und um 19.30 Uhr die Zeit im Bild 1. Das war ein Fixpunkt im Tagesablauf, der nur in Todesfällen und dramatischeren Anlässen verändert werden durfte. Immer noch ist Bundesland heute nicht die Zeit im Bild 1, sondern in Summe alle Bundesland heute Sendungen mit weit über 1 Million Zuseher, wie übrigens auch die Zeit im Bild 1 im Schnitt, die meistgesehene Fernsehsendung in Österreich. Allerdings die Altersstruktur ist ein Seniorenclub. Eine jüngere Generation schaut es gar nicht oder wenn über die DVD, zeitversetzt, ortsunabhängig. Da gehöre ich schon sogar zu den Jüngeren. Warum sollte man sich in einem verdunkelten Raum um 19 Uhr oder 19.30 Uhr treffen, deshalb an einem Tag wie heute nach Hause hetzen, um in ein Kästchen zu schauen, das wir Fernseher nennen? Das wäre für die General Y natürlich völlig absurd, aber damals war das ein Fixpunkt. Dasselbe gilt sinngemäß natürlich auch für Arbeitsabläufe. Der morgendliche Weg an einem fixen Arbeitsplatz, wo man in Österreich zur, ohne jemand religiös verletzen zu wollen, unchristlichen Zeit um 8 Uhr anfängt, Sie merken, dass ich kein Morgenmensch bin, dann bis 17 Uhr, wie ich vorhin schon sagte, dort ist, an einem Schreibtisch, zwar nicht festgebunden, aber den wirklich nur für sehr menschliche Bedürfnisse 2-3 Mal verlassen, Mittagspause jetzt ausgenommen. Ein Zeitkartensystem mancherorts noch, und zwar nicht nur in Produktionshallen, wo das vielleicht verständlich ist, dass jemand nicht das Fließband verlässt, wenn ihm gerade danach ist, sondern auch in Büros. Das ist für diese Generation eine völlig absurde Welt. Das Dilemma ist, ich werde meine Schlussfolgerungen darauf zu sprechen kommen, die eigentlich sehr bald sein sollten, das wird eine Schwierigkeit. Wir leben in verschiedenen Welten. Gegenüber Bundesland heute, es ist vom Vorredner schon gesagt worden, ist nicht die Facebook-Generation. Die Facebook-Generation sind solide 40-Jährige. Sondern ist eine Snapchat-Generation. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt Snapchat? Ich kann es jetzt nicht mit der unwissenschaftlichen Methode der Blickkontrolle machen, es haben aber viel mehr Jüngere aufgezeigt. Für die, die es nicht kennen, eine Chat-Applikation wie alle anderen auch, allerdings mit der Besonderheit, nach 3 Sekunden ist alles wieder weg, was sie schreiben oder schicken. Stellen Sie sich vor, was das für die Kommunikation bedeutet und gesellschaftliche Veränderung. Ich liebe dich, für immer und ewig. 3 Sekunden später, unwiederbringlich weg. Im beruflichen Zusammenhang, auch im medialen, journalistischen Zusammenhang, der größte Unsinn, der nicht mehr auffindbar ist. Das mag Vorteile haben, ich werte es jetzt nicht. Zusammenfassen. Also nach Geschlecht haben wir diese soziale Trennung nicht mehr, nach dem Alter sehr wohl. Wir haben demokratische, ökonomische Unterschiede nach formalem Bildungsgrad nicht mehr so stark. Was wir aber möglicherweise haben als Problem ist,
Wenn dieser alte Begriff, es gibt Loser und User, die also von den Informationssegnungen des Internets profitieren oder eben nicht, dann ist ja nicht die Schlüsselfrage, wie viel Prozent User und Loser gibt es genau, sondern sind die Grenzen durchlässig. Ich knüpfe da an Lord Ralph Dahndorf, den zitiere ich so gerne, weil er so schön unabhängig zitierbar ist. Gestandener historischer Sozialdemokrat, Guru aller sozialdemokratischen Parteien und britischer Lord geworden. Den zitiere ich deshalb sehr gerne, weil das dürfte ein interessanter Lebenslauf sein. Der spricht davon, wir haben mehrere Öffentlichkeiten. Einen kleinen Teil, der wirklich aktiv ist im Sinn, dass man auch Information gestaltet. Auch selbst zum Beispiel politische Ämter innehat. Wirtschaft macht, wenn Sie so wollen. Dann einen großen Teil der passiven Öffentlichkeit, die sich so am Rande beteiligen. Arbeitnehmer sind, mal zu einer Wahl gehen oder auch nicht, mal gesellschaftlich diskutieren, vielleicht auch öfter über Fußball diskutieren und so weiter. Und dann gibt es die latente Öffentlichkeit, die gar keinen Zugang mehr hat zur Öffentlichkeit, deshalb latent. Und nicht die Prozentzahlen sind entscheidend, sondern sind die Grenzen durchlässig. Kann jemand, der da relativ ausgegrenzt in der Nicht-Öffentlichkeit ist, jederzeit sagen, jetzt schaffe ich zumindest die Beteiligung über neue Medien in die passive Öffentlichkeit. Kann jemand, der passiv ist, sagen, jetzt werde ich aber wirklich aktiv. Und das ist das größere Problem, dass die Hürden, nach Alter beispielsweise, aber auch aus vielen anderen Gründen, relativ groß sind. Und es gibt das Problem, wie viel Information vertragen wir denn in den Weiten des Internets? Also wenn Sie zu einem Thema beliebiger Natur eine Information haben, ist das ein bisschen wenig. Zwei Informationen sind also besser als eine. 10 sind auch besser als 2. 100 wahrscheinlich auch besser als 10. Aber sind zu einem Thema, das Sie interessiert, 10.000 Informationen besser als 100 oder 1.000? 1 Million besser als 10.000 oder 100.000? 10 Millionen besser als 1 Million? Irgendwann gewinne ich dieses Wortspiel. Denn irgendwann sagen Sie, das ist mir zu viel an Infos. Das wäre ja nicht schlimm, wenn Menschen so ticken, dass man sagt, durch diese Informationsüberflutung im Internet sage ich irgendwann einmal, ich weiß, dass ich mir immer Meinungen bilde auf unvollständiger Informationsbasis. Jede Entscheidung in meiner Disziplin, Wahlentscheidungen in der Wirtschaft, Wirtschaftsentscheidungen, Arbeitsplatzentscheidungen, treffe ich im Wissen, ich habe nie alle Informationen, die ich haben könnte. Aber dann sage ich halt Stopp und bilde mir die Meinung, treffe die Entscheidung. Das wäre nicht schlimm. Menschen ticken nur leider so, dass man sagt, Hilfe, ich will mit dem Thema nichts mehr zu tun haben, ich fühle mich überfordert, ich lasse gar keine Info mehr an mich ran. Das ist jetzt vielleicht bei Wettkochen, Bungee-Jumpen und ähnlichen Dingen nicht weiter tragisch. Wenn es aber zum Beispiel um Demokratie und Wahlen geht oder um meinen Arbeitsplatz und Wirtschaftszusammenhänge, dann könnte das schon ein Problem werden, wenn wir informativ überfordert sind, weil wir eben nicht unsere eigenen Chefredakteure sein können oder das zumindest nicht gelernt haben. Ich komme zum Punkt 3 und Sie merken es am Sprechtempo, ich versuche in einen Schlusssprint überzuleiten. Ich habe hier aber viele Dinge schon gesagt, wo ich Chancen und Gefahren zusammengefasst habe. Die Chancen neuer Medien sind unbestritten. Ein Universalmedium, das also alle Kommunikationsformen, Text, Bild, Ton, teilweise schon Geruch und vermeintliche Berührungen, wenn Sie sich was an die Haut kletten, vermitteln kann. Das konnte bisher kein Medium. In Echtzeit. Also nicht nur mehr Informationen, sondern viel schneller. Theoretisch gleichberechtigt, weil jeder ist ja Sender auch im Internet, technisch zumindest. Die Gruppenbildung, ob Sie jetzt in einem privaten Kontakt mit Freunden in Australien oder USA oder als klein- und mittelständisches Unternehmen kommunizieren wollen, scheitern Sie nicht an geografischen Grenzen, mit Ausnahme jetzt Nordkoreas und anderer Länder, wo das nur im Film so leicht ist. Sie haben auch mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Das ist gerade für Arbeitszusammenhänge toll. Natürlich sind aber auch die Gefahren, ich habe das angesprochen. Wenn ich immer mehr Informationen habe, ist das irgendwann noch ein Vorteil? Werden nicht letztlich Informationen von sehr traditionellen Institutionen verteilt, eben auch übers Internet? Sind letztlich nicht klassisch institutionelle Websites erfolgreicher als von unzähligen Bürgerinitiativen? Wir kennen immer nur die Positivbeispiele, die diese Logik durchbrechen. Vor allem aber sind neue Medien anders als alte, dass Unterhaltung plötzlich über Inhalte dominiert. Die Internetseite des Weißen Hauses wurde erstmals berühmt, als das Miauen der Katze von Präsident Clinton drauf war. Da geht es vielleicht auch noch um ein paar wichtigere Dinge.
Mittlerweile ist es der Hund von Barack Obama, aber das ist ja wohl kein Qualitätsschritt. Wer sind denn die meist angesehenen, jetzt einmal nur banal, Internetseiten im Web 2.0? ORF, AT und Co., traditionelle Medien. Wer hat unter den Twitteratis die mit Abstand meisten Follower? Jemand, der rein zufällig auch den Vorteil hat, Anchorman einer Sendung zu sein, die täglich ausgestrahlt wird im ORF und über 600.000 Zuseher hat jeden Tag. Das hilft irgendwie, dass man viele Follower bekommt. Wie ist denn das wirklich mit den Social Media? Natürlich ist das eine Chance, zusätzliche Kontakte zu knüpfen. Aber schaffen dies von den Virtual People to the Real World und Real Life? Oder gibt es nicht auch soziale Isolationsphänomene? Es gibt zumindest beide. Wenn Sie aus der Wirtschaft kommen, verbringen Ihre Mitarbeiter unglaublich viel Zeit in einem gigantischen Intranet, um sich gegenseitig tolle Dinge zu erzählen, oder sind Sie noch beim Kunden? Das ist übrigens auch, weil das auch vorher angesprochen wurde, eine Frage, die ich als Medienunternehmer meinen Journalisten stellen würde. Datenschutz wurde erwähnt, die Beteiligung, Sie können alles posten. Nur hat es irgendeine Relevanz? Das weiß ich nicht. Ich leiste mir jetzt den Luxus der Überziehung, man hat den Fehler gemacht, man ist relativ entspannt beim Programm, deshalb tue ich es. Der Exkurs zur Politik. Sind die Bilder, die Gesellschaft, aber vor allem Politik, vermittelt, noch kompatibel mit dem Web 2.0? Um Verschwörungstheorien vorzubeugen, das ist nicht die Versammlung irgendeiner österreichischen Partei. Das sind Erdogan und Freunde. Aber jenseits der Türkei hat nicht die Politik immer noch das Bild von Sitzungssälen mit dem Gewerkschaftscharme der 70er Jahre, wo der Asbest in den Wänden, das war damals häufig in Gebäuden, noch das geringste Problem des Images ist. Auch dieser Hörsaal ist nicht gerade dem Web 2.0-Zeitalter ganz schon angepasst. Sondern, als ich studiert habe, ersparen Sie mir wiederum die Frage, wann haben die auch nicht so anders ausgeschaut hier, die Hörsäle. Oder an der Universität Wien, wo ich war. Wie ist es bei der Vorstandssitzung von Unternehmern? Da sitzen Ältere, meistens Männer, nicht unbedingt die Schlankesten vielleicht, um einen Tisch und vermitteln ein Bild, das mit der Generation Y nichts zu tun hat. Erstes Problem. Zweites Problem ist einfach eine konkrete Geschichte, denn ich habe ja angekündigt, was sich in Social Media wirklich abspielt. Diese Dame kennen Sie. Das ist die Bildungs- und Frauenministerin. Und die hatte einmal, zweimal recht. Der Anlassfall war ein Volksmusiker, der hier in der Steiermark bei einem Formel-1-Rennen die Bundeshymne gesungen hat. Allerdings in der nicht gesetzlichen Version, also er hat die großen Söhne besungen und nicht die Töchter. Das musste Gabriele Heinisch-Hossek doppeln. Nämlich sowohl als Bildungsministerin für die Schulen zuständig, wie als Frauenministerin falsch finden. Und sie hat natürlich doppelt recht. Es ist frauenfeindlich und vom Bildungsstand retro, weil es mittlerweile eine andere gesetzliche beschlossene Version gibt. Jetzt will ich gar nicht hier sprechen über die Kommunikationsfehler, aber das ist Web 2.0-Logik, die sie gemacht hat. Sie wollte dann darauf hinweisen, dass dieser Volksmusiker sich irrt und hat das mit einem Foto auf ihrer Facebook-Seite getan, wo sie den richtigen Text der Bundeshymne in den Fotoapparat hält und, das war eben einer der Kommunikationsfehler, mit zwar nicht erhobenem Zeigefinger, aber doch ein bisschen oberlehrerhaft darauf hinweist, wie das richtig ist und das ist auch noch mit Rotstift, auch das erinnert an die Schule, geschrieben. Nur, wie immer sie zu diesem Foto stehen und wie man es kommunikationsstrategisch kritisch sehen mag, und wie immer sie zur Politikerin stehen, nichts rechtfertigt, was dann kam, nämlich das, was auf ihrer Homepage passiert ist und die Kommentare sahen so aus. Ich lese das jetzt nicht vor. Ich bemerke nur dazu, ich habe hier nicht lange Zeit verbracht, um eine Fotomontage anzufertigen, der unter tausenden Postings drei oder vier schlimmsten, sondern das ist ein simpler Screenshot. Diese Postings waren typisch. Unter all den Tausenden. Und es gab noch einige, die viel schlimmer waren, bis hin zu Morddrohungen. Das heißt, wir haben eine Veränderung der Kommunikationskultur, die nicht immer zum Glück, aber im Extremfall in diese Richtung geht. Das sollte uns alle nachdenklich stimmen. Hier im politischen Zusammenhang, aber wohl auch im wirtschaftlichen und arbeitstechnischen Zusammenhang. Dinge, die im Face-to-Face-Gesprächen vielleicht nie fallen würden,
sind hier, ich will nicht hoffen, salonfähig, aber offenbar nicht ein Minderheitenprogramm. Es ist gut, zur nächsten Folie zu gehen, nicht nur wegen der Zeit, sondern weil es hier, glaube ich, passender ist. Diese Herren sind nach einer Begegnung mit einem ebenfalls Nicht-Politikwissenschaftler namens Obelix. Das ist der, der die Römer so mochte. Allerdings nur zum Verprügeln. Und was passiert in der Medienwelt 2.0, in der Politik, in der Wirtschaft und User vielleicht nicht verstehen, sind nicht nur Phänomene wie Kurzzeitbotschaften, Soundbites, 140 Zeichen auf Twitter. Ist nicht nur die Negativität, sondern wie sehr damit ganze Branchen ruiniert werden. Ich bringe Ihnen ein Beispiel, das so frei erfunden ist, aber in Anleihen an reale Beispiele erfunden wurde. Zwei Tourismusgemeinden in der Steiermark sind natürlich Konkurrenten um Gäste, so wie beispielsweise Parteien um Wähler Konkurrenten sind. Jetzt könnte es vorkommen in Social Media, dass die Gemeinde A beginnt: Du musst zu uns kommen, weil wenn du in die Gemeinde B, 20 Kilometer entfernt fährst, da schwimmst du ja nicht in Thermenwasser, sondern in Kloake. Und wenn du aus der Wasserleitung etwas trinkst, dann hast du eine Woche lang Dünnschiss. Und Gemeinde B antwortet auf ähnlichen niveauvollen Standards. Normalerweise lernen Sie in einer PR- oder Kommunikationsvorlesung des ersten Semesters, was immer du selbst im schärfsten Wettbewerb tust, schütze die eigene Marke und eigene Branche. Denn selbstverständlich wäre die Reaktion nicht von möglichen Touristen: Hey, die Gemeinde B, die muss ja ganz schrecklich sein, die Gemeinde A ist super geil, da fahren wir unbedingt hin. Sondern die Reaktion wäre: In der ganzen Gegend dürfte es ziemlich stinken, wir fahren ins besagte Jesolo. Und in keiner der steirischen Thermen, und die hätten es nötig, angesichts der Finanzlage, die Gäste. Ich überlasse es jetzt einfach Ihrer Fantasie, weiterzudenken, ob diese so simple Kommunikationslogik, so kann man kommunikativ nicht handeln, im Social-Media-Zeitalter von der Politik, von Parteien, in der Wirtschaft, von Konkurrenzunternehmen, aber auch im Bildungsbereich, von Universitäten vielleicht sogar, wirklich durchschaut wurde. Oder ob man nicht ein gemeinsames Bild vermittelt, das jenen Herren gleicht, ohne dass man aber Obelix ist. Abschließend, eigentlich, obwohl es erst auf der nächsten Folie oben drüber steht, zwei Typen von Schlussfolgerungen. Das Ziel müsste in Anlehnung an den berühmten Schweizer Kommunikationswissenschaftler Ulrich Sacchinelli sein, eine umfassende Medienkompetenz. Natürlich ist das, was Boris Becker schon geschafft hat, die technische Basis und Handhabung, Voraussetzung. Ohne Medien technisch nutzen zu können, werde ich nicht von ihnen profitieren können, auch nicht von neuen Medien. Ich muss aber ihre Strukturen, ihre Funktionsformen verstehen. Ich muss vor allem aber reflektieren können, was gesellschaftlich damit passiert. Das ist immer schon ein Problem bei Medien gewesen, bei Zeitungen, bei Fernsehen, aber es verschärft und beschleunigt sich meiner Meinung nach. Ich muss eben in der Lage sein, zielgerichtete Informationen zu suchen, diese selbst zu analysieren, zu bewerten, auszuwählen. Also aktiv nutzen und nicht passiv konsumieren. Und ich muss irgendetwas damit im realen Leben tun, um wirklich auch Medienkommunikation mitzumachen. Das wird schwierig. Vielleicht hätte ich es doch nicht Zukunftsplädoyer nennen sollen, weil ich stelle gerade fest, ich bin zu destruktiv. Aber niemand geringer als Jürgen Habermas hat gesagt, wir sind eine Summe von Teilöffentlichkeiten. Also jeder lebt nur in seinem Bereich. Der Unterschied ist, Teilgruppen der Gesellschaft gab es immer schon. Aber die Mauern sind mittlerweile so, dass wir nicht mehr drüber blicken können. Und die Ausdrücke Friends, Followers, mit der jeweiligen Umkehrschlussformulierung, Non-Friend, oder du kriegst nichts mit von dem, was ich mache, weil du folgst mir ja nicht, ist da schon relativ verräterisch. Vor allem, wenn man sich, ich habe die Altersgruft in den Daten gebracht, anhand derer ansieht. Das ist eine extrem untypische Veranstaltung. Weil hier sehe ich, wenn ich mich umsehe, sehr, sehr viele Generationen von etwas über 20 bis, einigen wir uns diplomatisch, ein größeres Plus nach den 20, vielleicht sogar ein viel größeres, alle Gruppen vertreten. In neuen Medien, wie oft dann aber auch in den realen Veranstaltungen, die daraus resultieren, sind sie entweder im Seniorenclub oder bei den Twents, aber selten in einer Gruppe, wo beide vertreten sind. Das ist ein Dilemma. Ein Lösungsansatz, doch noch konstruktiv, wäre natürlich, dass man Medien motiviert, auch darüber nachzudenken und gesellschaftlich verantwortlicher zu handeln. Das tut man, ich bin bekennender
marktwirtschaftlich orientierter Mensch, unter anderem mit Geld. Das heißt, man kann Presseförderung, den Ausdruck lehne ich ab, weil es eine reine Vertriebsförderung ist, eine umfassende Medienförderung, mit Auflagen verbinden. Der Haken ist, das kann ich bei traditionellen Medien relativ leicht tun. Ich kann dem ORF sagen, ich gebe dir nur Geld, wenn du ein internes Aus- und Fortbildungssystem doch wiederherstellst. Ich kann den Zeitungsredaktionen sagen, wir geben euch nur Geld, Steuergeld, via Presseförderung, wenn ihr dieses und jenes für die Qualität macht. Wie machen Sie das mit Social Media? Sie geben den Social Media Geld, wenn die sich dafür bilden? Um gesellschaftlich verantwortlich zu sein, ist nicht so leicht. Trotzdem, glaube ich, ist es Langzeitlösung, übrigens auch für Journalisten und Politiker, jeweils in der weiblichen Form genauso, aber vor allem als Medienbildung, politische Bildung für alle, damit meine ich nicht nur die Schule, sondern auch in der Erwachsenenbildung, die einzige Langzeitlösung. Denn ich glaube fest, wenn die Mediennutzungskompetenz durch Medienbildung erhöht wird, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Fälle wie bei der Bildungs- und Frauenministerin vorkommen, dramatisch. Es gibt keine Garantie. Aber ich stelle die These in den Raum, dass mit ausreichend Mediennutzungskompetenz und gut gebildete Menschen das so unwahrscheinlicher zumindest posten. Abschließend, das bedeutet aber natürlich für uns alle auch eine Selbstverantwortung als neues Selbstverständnis, keine Delegation weder an Chefredakteure noch an den Staat. Ich danke Ihnen.